Ja Leute, da bin ich auch schon wieder, euer cooler Treffer 1 und ich mache jetzt wahrscheinlich eine kleine Aufnahme und dann werde ich auch ein paar Videos hochstellen und ja. Mit hier dem Rockstar der Legende, der Stumpfheit und ja. Der Holness und der denkt mal wieder nach. Später erkannte ich, dass die Aufgabe mehr umfasste als nur die Reise vom Schloss zu dieser Stadt. Die Mauern zwischen den Welten sind überwindlich, also erschaffen wir eigene Wege. Dunkle Tunnel. Sie bringen uns überall hin. Tag 13. Auf zu neuen Taten. Zum Beispiel. Ich glaube, ich mache jetzt noch eine Mission, aber... Roxas Laxios wird dich heute auf deiner Mission begleiten. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Aber das Spiel ist Hammer, also... Mir gefällt es bis jetzt, muss ich sagen. Also, ja. Du... Ich kann auch vielleicht gegen den Gegner reden. Ja, ich bin bereit. Noch. Jetzt gehen wir zu Twilight Town. Oh, das ist so scheiße geendet. Punkt, Punkt, Punkt wird mal wieder ausgeschieden. Also, weißt du, was ein Limitbrecher ist? Ich weiß es nicht. Nein, ja auch nicht. Das ist doch gut so. Das ist deine mächtigste Fähigkeit. Funktioniert nur, wenn du aus dem letzten Loch fallst. Einem Herzloser. Aber auch nur ein. Halt deine praktische Anwendung. Hä? Boom! Da drauf ist das gerade getötet. Au! So, jetzt pfeifst du aus dem letzten Loch. Jetzt setzt dein Limitbrecher ein und besiege den Herzlos. Wie tue ich das? Wenn ein LP in den gelben Bereich halte, A gedrückt, um einen Limitbrecher zu aktivieren. Du bewirkst so lange schweren Schaden, bis die weißen Linien den linken Rand der LP anzeigen erreicht. Achso, ich muss sozusagen... Das ist sozusagen Kommando-Stil, was auch immer. Gut gekämpft. Ja? Organisatorfüller werden oft auf Einzelmissionen geschickt. Dann musst du dich auf dich selbst verlassen. Jetzt ist mir schon aufgefallen. Du und das Schlüsselschwert sind für die Organisation von großem Wert. Deine Aufgabe ist gefährlich. Auf jeder Mission wirst du auf mehr Herzlose treffen. Und ich muss sie besiegen, um Kingdom Hearts zu vervollständigen, ja? Genau. Was diesen Satz hat er schon so oft wiederholt, dass er langsam langweilig wird. Was geschieht, wenn Kingdom Hearts vollendet ist? Was haben wir denn? Was haben wir davon? Wir werden uns mit ihm vereinen. Wir werden unsere eigenen Herzen bekommen. Das verstehe ich nicht. Ich nehme auf. Das wirst du sehen, wenn es soweit ist. In der Zwischenzeit warten viele Taten auf dich, die nur von dir bewältigt werden können. Ich werde also gebraucht. Ja. Sind das auch gute Taten? Gut für die Organisation. Okay. Jetzt fängt auch schon mit dem Gepunkte an. Wir sollten zurückkehren. Was schon? Wow. Rückkehr erlaubt. Dunkler Tunnel geöffnet. Wow. Ja. Okay. Ja. Also. Was ist das? Eine Waffe ermöglicht schnellere und längere Bodenkoppel. Nenn ich mal nett. Unsere Gruppe war nicht perfekt, aber wir alle hatten dasselbe Ziel. Kingdom Hearts vervollständigen. Was passiert, wenn wir genug Herzen sammeln und es vollenden? Ich wusste es nicht. Und auch jetzt weiß ich es noch nicht. Aber ich kämpfe darum zu sein. Ich kämpfe gegen die Dunkelheit, wie lange es auch dauern mag. Ach, Freunde.
Ja. Hey, Voxas. Heute sind wir wieder zusammen im Einsatz. Okay. Melde dich bei Sykes, wenn auch du weißt schon. Ich weiß nicht, was sie sich für uns ausgedacht haben, aber erledigen wir es stilvoll. Okay? Okay. Wow, der hat jetzt... Oh, ganz nebenbei, Roxas, heute hast du deine erste echte Mission. Du sollst deine Waffe besser vorbereiten. Und wenn du das Gelernte üben willst, haben wir die Holo-Mission für dich vorbereitet. Die Holo-Holo-Island-Mission. Ja, damit kannst du bereits abgeschlossene Missionen noch einmal erleben. Ach so. Also Hologramm mit. Wow. Ich bin schlau. Zeigst du dir irgendwann keine Missionen mehr erteilen. Mach dir deswegen aber keine Sorgen. Du kannst jede Mission später erneut probieren. Wähle einfach im Hauptmenü eine Holo-Mission aus. Durch Installieren einer Waffentafel Skill-Ausrüstung. Veränderst du diese. Sie ändert Aussehen und Fähigkeit. Man kann nur eine Waffentafel je Waffe installieren. Jede ist ein wenig anders. Probier alles aus. Okay. Na, Eintrag in Roxas Tagebuch. Werden wir gleich mal nachschauen. Berichte. Roxas Tagebuch. Oh! Wow. Neun. Axel und ich waren heute in Twilight Town. Er hat mir viel beigebracht, bevor wir zum Schloss zurückkehren. Haben wir auf dem Mondturm ein Meersalzeis gegessen. Axel meinte, das ist eine Belohnung für meine harte Arbeit. Verstehe ich nicht. Wird von uns nicht auch harte Arbeit erwartet? In den letzten Tagen haben wir die anderen gezeigt, wie man kämpft und Missionen erledigt. Und sie haben mir aber erzählt. Ich weiß immer noch nicht, was ein Herz ist, aber anscheinend existiert man ohne eins nicht. Also schloss ich zu helfen. Mit genügend Herzen kann Kingdom Hearts vervollständigen, dann werde ich komplett weg. Na gut. Können wir ja zwar schon alles, aber. Haben. Popselbaum. Erstmal will ich den ausrüsten. Expertenbogen. Ja. Na. X. Schmerzlos. Ist. Seine Waffe? Wow! Lustig! Ich glaube, ich speichere jetzt ab. Der Part wird zwar nicht ganz so lange. Also so 10 Minuten mache ich den Part, vielleicht 8 Minuten. Ja, ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen was erledigt und. Ich muss nochmal speichern, ich bin so ein Typ noch. Und, ja, ich glaube, beim nächsten Mal sehen wir uns denn wieder. Hier irgendwann. Und bis dahin. Ja. Ciao, Leute.